willkommen zu einem neuen Beitrag. Das Uhrenintro, das ihr gerade gesehen habt, das war mal eine kleine Aufmerksamkeit an diejenigen, die bei der Intro-Abstimmung geschrieben haben, ich nehme dieses oder jenes Intro, aber am liebsten hätte ich das Uhrenintro wieder. Und damit jetzt alle zufrieden sind, werde ich gelegentlich, Betonung liegt dabei aber auf gelegentlich, dieses Uhrenintro einmal wieder benutzen, aber das Jahresintro für 2019, das steht fest, da wird auch jetzt nichts mehr passieren, denke ich mir, das ist das Intro Nummer 2. Und das wird ab den nächsten Beiträgen dann eben vor den Videos sein und gelegentlich einmal die Uhr. Ich bin hier wieder sowas von, nennt mich Salomo. Liebe Mythengemeinde, ihr wisst, in der Bibel oder in anderen alten Schriften, da wird sehr oft von merkwürdigen Gegenständen berichtet, die dort als Waffe benutzt wurden. Sei es die Bundeslade, die Trompeten von Jericho oder Schwerter mit magischen Fähigkeiten. Die Präastronautik, die hat sich diesen Dingen ja schon ausgiebig gewidmet. Ich möchte in dieser ersten Folge zum Thema drei dieser merkwürdigen Waffen ansprechen, von denen die Präastronautik sagt, das waren moderne Waffen, wie wir sie heute kennen. Dabei möchte ich aber jetzt nicht nur in die Bibel blicken, sondern auch einmal in andere Kulturkreise, denn auch dort werden solche Gegenstände beschrieben. Der Verbleib dieser Gegenstände, der ist mindestens genauso mysteriös wie das, was sie zur damaligen Zeit an Fähigkeiten gehabt haben sollen. Ich weiß, es gibt auf YouTube jede Menge Videos, wo irgendwelche Superspezialisten behaupten, sie wüssten ganz genau, wo all diese Dinge abgeblieben sind. Zum Beispiel die Bundeslade. Sie konnten sie nur gerade nicht holen, weil sie es im Rücken haben. Aber sie wissen ganz genau, dass sie dort oder dort zu finden ist, ohne Zweifel. So wird es wohl sein und deshalb steht sie immer noch da, wo sie sein soll und niemand hat sie geholt, obwohl das eine der größten Sensationen der Menschheit wäre. Also kurzum, es gibt über den Verbleib dieser Artefakte jede Menge Theorien und die schließen sich gegenseitig aus. Vielleicht stimmt die eine oder andere, ich weiß es nicht. Aber auch sonst scheint es niemand wirklich zu wissen, denn sonst wären die Dinge da. Das Ganze sind Theorien. Und ein paar der gängigsten Theorien, die werde ich dann gleich dazu ansprechen und dann kann man ja immer noch darüber diskutieren, wie man selber das Ganze so sieht. Die japanischen Samurai, über deren Heldentaten in Schlachten oder zum Schutze ihres Herrn, da gibt es eine ganze Menge schriftlicher Belege in der japanischen Geschichte. Die eine oder andere Erzählung dabei, die wird dann fast schon zum Heldenepos und da weiß man mittlerweile, dass da so einiges hinzugedichtet wurde. Anstatt 10 Feinde, die der berühmte Samurai XY erlegt hat, waren es dann in der niedergeschriebenen Geschichte eben 100. Ganz anders verhält es sich dabei aber mit den Berichten zeitgenössischer Schreiber über das einfache Volk, über die Bauern zum Beispiel. Und auch die Hofschreiber, die das tägliche Leben am Hofe beschrieben, die haben da keine großen Dinge hinzugedichtet, das weiß man mittlerweile auch, sondern die haben einfach das niedergeschrieben, was tagsüber dort am Hof so passierte, meist sehr langweiliger Kram. Im Nachlass eines japanischen Fürstens namens Hideyoshi Ieyasu Tokugawa, da hat man Schriften gefunden und diese stammten aus dem Jahre 1431. Und das waren die Niederschriften des Hofschreibers, der dort das alltägliche Leben eben festhielt. Aber in diesen Schriften, da gab es eine sehr merkwürdige Geschichte. Der Hofschreiber, der berichtete davon, dass sein Herr alle Schwerter eines bestimmten Schmiedes einsammeln und tief unter der Erde vergraben ließ. Und das waren die Schwerter eines berühmten Schmiedes namens Murakami. Und weiter erzählt der Schreiber des Hofes, dass dieser Schmied Murakami von nirgendwo herkam, was so viel bedeutet wie, der tauchte eines Tages einfach auf. Ferner steht dort, dass er von merkwürdiger Gestalt gewesen sei, weiter wird er nicht darauf eingegangen, aber es wird erwähnt, dass seine Schwertschmiedekunst einzigartig gewesen ist. Dieser Schwertschmied, der soll ein paar merkwürdige Eigenarten gehabt haben. Niemand durfte dabei sein, wenn er seine Schwerter schmiedete. Und das Einzige, was bekannt war, war, dass er, bevor er mit seinen Schmiedearbeiten begann,
Gebete unbekannter Art zu einer unbekannten Gottheit sprach. Dann habe er sich in seine Schmiede zurückgezogen, die Türen verschlossen und nach ein paar Tagen sei er dann mit diesen ganz besonderen Schwertern wieder hinausgekommen. Und diese Schwerter, die sollen anders gewesen sein als alle anderen Schwerter, die die Japaner kannten. Kein Samurai sei angeblich in der Lage gewesen, diese Schwerter zu führen. Der Schmied musste ihnen zeigen, wie man mit diesen Schwertern kämpft. Und diese Schwerter, die seien, wie in dieser Schrift stand, in der Lage gewesen, den Feind zu töten, bevor sich die Klingen überhaupt berührten. Das heißt also, schon in einiger Entfernung konnte dieses Schwert anscheinend den Feind töten, und zwar mit Hilfe von Blitzen. Diese Schwerter sollen aber extrem gefährlich gewesen sein, denn wenn man sie nicht handhaben konnte, dann führte nicht der Krieger das Schwert, sondern das Schwert führte den Krieger. Und dabei soll es zwischen Freund und Feind und Familie und Fremden überhaupt keinen Unterschied gemacht haben und tötete jeden, der sich in der Nähe befand, wenn es losschlug, und zwar selbstständig. In der Schlacht, da sollen die Samurai mit diesen Schwertern unbezwingbar gewesen sein. Allerdings war es auch so, dass der kleinste Fehler im Umgang mit diesen Schwertern dazu führte, dass sie sich gegen die eigenen Truppen wandten. Murakami, der Schmied, der nach einer Vorführung seiner Schmiedekunst und seiner Schwerter beim Fürsten den Auftrag bekam, alle Samurai mit diesen Schwertern auszustatten, der verschwand nach seiner Arbeit. Und so konnte wohl niemand mehr im Umgang mit diesen Schwertern von ihm unterrichtet werden, was wohl dazu führte, dass diese Schwerter ein merkwürdiges Eigenleben entwickelten. Und die letzte Möglichkeit, das Ganze in den Griff zu bekommen, war, dass man sie tief unter der Erde vergrub. Da es im Allgemeinen eben nicht üblich war, dass diese Hofschreiber der Fürsten irgendwelche Fantasiegeschichten in ihre Berichte mit eingebunden haben, gehen viele Menschen in Japan davon aus, dass diese Geschichte wahr ist. Und so wie es bei uns eben zum Beispiel diese Gralsforscher gibt oder Menschen, die nach Schätzen suchen, die angeblich irgendwo liegen sollen, so gibt es in Japan Menschen, die diese Schwerter suchen. Eine wirkliche Erklärung dafür, um was es sich dabei handeln könnte bei diesen Schwertern, die liegt allerdings nicht vor. Kurz zusammengefasst ist da ein Schmied aufgetaucht, der eine Waffe entwickelt hat, in dessen Umgang die Samurais erst einmal geschult werden mussten. Offensichtlich eben, auch wenn es so beschrieben wird, kein einfaches Schwert. Diese Waffe scheint eine Fernwaffe gewesen zu sein, weil sie eben auch Feinde niederstrecken konnte, die sich noch gar nicht in der Nähe befanden. Und hat man einen Fehler im Umgang mit dieser Waffe gemacht, dann hatte das verheerende Folgen, dann wurden die eigenen Leute niedergestreckt. Und dazu ist es wohl dann häufiger gekommen, so dass diese Dinger dann vergraben werden sollten auf Anordnung des Fürsten. Nehmen wir das Ganze einmal so, wie es in dieser Schrift steht. Da stellt sich die Frage, um was kann es sich da gehandelt haben? Wir bleiben für eine weitere Geschichte in Japan und da begeben wir uns in das Jahr 1274. In diesem Jahr versuchen die Mongolen das erste Mal Japan zu unterwerfen, das durch den Hojo-Clan verteidigt wird. 900 Schiffe und 40.000 mongolische Krieger sowie eine große Anzahl der chinesisch-koreanischen Hilfstruppen der Mongolen landen an Japans Küste. Im Norden von Kyushu, da beziehen sie Stellung und wollen von dort aus den Rest Japans erobern. Nun gibt es in den Schriften des Hojo-Clans eine merkwürdige Erzählung. Es geht eben darum, dass die Mongolen angelandet sind und sich dann aufmachen, Japan zu erobern. Und die Japaner, die bieten dagegen alles auf, was sie haben an einfachen Truppen und an Samurai. Aber der Hojo-Clan, der befürchtet eben, dass das, was sie dort an Kampfstärke aufgebracht haben, nicht ausreichen würde, um gegen die Invasion der Mongolen anzukämpfen. Und in dieser Situation, da soll ebenfalls von nirgendwo, also unbekannter Herkunft, ein Mann aufgetaucht sein, der dem Hojo-Clan seine Hilfe anbot. Der Mann gab an, er hätte eine Waffe, mit der man die Invasion der Mongolen abwehren könnte. Und interessanterweise, so in der Schrift erwähnt, wollte er nicht irgendwie Geld, Gold oder sonst irgendetwas dafür haben. Der Mann wollte Haut, Blut, Haare, Organe. Und zwar sowohl von den gefallenen Mongolen wie auch von den japanischen Kriegern, wenn die Schlacht gewonnen und vorüber sei.
Als die Hojo-Führer das vernahmen, da fuhr ihnen der Schreck durch die Glieder, denn sie waren davon überzeugt, dass vor ihnen ein sogenannter Gaki stand. Gaki sind so eine Art Geister verstorbener, sündiger Menschen, die zu ewigem Hunger und Durst verurteilt sind. Und das Einzige, was sie zu essen bekommen, ist das, was ihnen mitleidige Menschen an irgendwelchen Orten ablegen, damit sie etwas zu essen haben. Geschieht das nicht, da müssen sie sich von den Exkrementen der Menschen ernähren oder eben von den Toten. Trotz dieser Vermutung oder dieser Angst ließ sich der Hojo-Clan auf das Angebot des Mannes ein. Am Tag, an dem die Truppen dann aufeinander trafen, da stellte sich dieser fremde Mann hinter die japanischen Truppen und bei sich gehabt haben soll er einen Bogen ohne Sehne. Als die Mongolen dann angriffen, dann soll er mit diesem Bogen ohne Sehne Pfeile abgeschossen haben und das mit lautem Getöse und Feuer und Blitzen. Und diese Pfeile, die seien über die Japaner hinweg, über die Köpfe der Mongolen geflogen und dort hätten sie sich in hunderte kleine Pfeile geteilt und seien auf die Feinde herniedergeprasselt und hätten so viele von ihnen getötet, dass die mongolischen Truppen komplett geschwächt wurden. Und zwar so sehr, dass die Japaner dann leichtes Spiel hatten, mit ihren Fußtruppen und den Samurai den Rest zu erledigen. An dieser Stelle hört die Erzählung dann auf. Was man aus der Geschichte weiß, ist, dass die Japaner diese Schlacht gegen die Mongolen tatsächlich gewonnen haben. Was man aber auch weiß, ist, dass diese Daimyos, also diese Clanführer, niemals irgendetwas in ihre Berichte geschrieben hätten, beziehungsweise durch ihre Berichterstatter hätten schreiben lassen, dass auch nur ansatzweise an dem Bild von ihnen als strahlende Helden und Gewinner einer Schlacht kratzen würde. Aber genau das ist ja in diesem Fall passiert. Der Held dieser Schlacht war offensichtlich dieser merkwürdige Mann mit dieser merkwürdigen Waffe. Es muss also schon so gewesen sein, dass dort irgendetwas Erwähnenswertes zum Zuge gekommen ist, das nun einzigartig genug war, um nicht den Daimyo und seine Truppen in den Mittelpunkt dieses Berichtes zu stellen und diese Leute als Helden und Gewinner der Schlacht zu beschreiben. Die Frage ist nur, wer und was? Kehren wir einmal zurück in unsere Geschichte bzw. unseren Kulturkreis. Die meisten von euch, die wissen ja, dass ich so eine Wanderrübe bin und so oft ich kann draußen in der Natur rumhänge. Und bei meinen Wanderungen treffe ich sehr selten, aber gelegentlich schon einmal Menschen, die so einen Wanderstab bei sich haben. Das sind dann meist ältere Menschen, die schon irgendwie 40 Jahre wandern und die erzählen mir dann gelegentlich schon mal, dass dieser Wanderstock, den sie bei sich haben, schon genauso lange unterwegs ist wie sie selber und der auf jeder Wanderung dabei ist, die sie unternehmen. Aus der Bibel, da kennen wir ebenfalls jemanden, der so einen Stab oder Stock dabei hatte und der war auch auf Wanderschaft, allerdings nicht alleine, sondern der war in Begleitung der Israeliten. Ich rede von Moses. Und dieser Stock, den er dabei hatte, der soll angeblich mit der Kraft Gottes durchdrungen gewesen sein. Und mit diesem Stab, da denke ich, das wissen wir alle, da hat er zum Beispiel das Rote Meer geteilt. Aber das war ja eben nicht alles, was laut Überlieferung dieser Stab so konnte. Der konnte zum Beispiel Steine in Wasser verwandeln. Und bei der Schlacht von Rephelim, als die Israeliten gegen die Amalekiter kämpften, da kam er auch zum Einsatz. Während dieser Schlacht, da hielt Mose diesen Stab in die Höhe und solange dieser Stab in die Höhe gehalten wurde, da würden die Israeliten siegreich sein. Sollte der Stab gesenkt werden, da würden sie diese Schlacht verlieren. Die Frage ist, welche Kraft kann dieser Stab gehabt haben, dass solange man ihn hochhält, die Feinde von den Israeliten niedergekämpft werden konnten, das ohne größere Schwierigkeiten. Nun stellt sich ja die Frage, hat es diese Dinge wirklich gegeben, diesen Stab Moses oder wie man auch sagt, der Stab Gottes, hat es das wirklich gegeben oder nicht? Es gibt Theorien, wo er denn abgeblieben sein könnte. Der muss ja irgendwo geblieben sein, den hat man sicher nicht einfach irgendwann mal in den Wald geschmissen. Es gibt Theorien, die haben sich aus kleineren Einträgen in irgendwelchen Geschichten und so weiter entwickelt, dass dieser Stab später, nachdem Moses halt nicht mehr war, an jüdische Könige weitergegeben wurde. Und dort soll er dann über ein paar Generationen weitergereicht worden sein. Allerdings soll er dann verschwunden sein,
als der erste Tempel von Nebukadnezar nach der Belagerung Jerusalems im Jahre 587 vor Christus zerstört wurde. Die Theorie, die besagt, dass die flüchtenden Juden diesen Stab mitgenommen haben und irgendwo in der Wüste in einer Höhle versteckten. Es gibt aber auch Menschen, die immer noch nach diesem Stab suchen, und laut deren Büchern und Berichten, da ist es so, dass sich dieser Stab wahrscheinlich im Palast Topkapi in Istanbul befinden könnte. Und dort soll er auf verschlungenen Wegen hingeraten sein, und zwar zusammen mit den Steinplatten, auf denen die 10 Gebote stehen, und er soll dort in den Gewölben unterhalb des Topkapi in irgendwelchen geheimen Gängen und Höhlen versteckt worden sein. Diejenigen, die nach solchen Artefakten oder Reliquien suchen, die sagen, wenn es diesen Stab wirklich gegeben hat, dann wird er von den Israeliten als Heiligtum verehrt worden sein, und so etwas wirft man eben nicht einfach weg. Dieser Stab wird irgendwo versteckt sein, an irgendeinem Ort, der in Vergessenheit geraten ist. Man muss ihn nur finden. Die Präastronautiker, die sagen, gut möglich, dass es so ist, aber die Frage ist, suchen wir da wirklich nach einem Holzstab, wie wir ihn vielleicht vom Wandern her kennen, oder suchen wir da nach etwas ganz anderem? Und so gibt es viele dieser Geräte oder Waffen, die in alter Zeit beschrieben werden. Und die haben meist unglaubliche Fähigkeiten, aber es ist doch so, dass in einem Großteil dieser Geschichten immer wieder irgendwelche Gestalten auftauchen, die diese Waffen an die jeweiligen Menschen übergeben oder anbieten, sie in deren Sinne zu benutzen. Und es bleibt die Frage, sind das nur schön ausgeschmückte Geschichten, die wir da zu lesen bekommen, oder ist es so, wie die Präastronautik sagt, dass das Ganze Waffen waren, die von technologisch höher gestellten Wesen an die Menschen übergeben wurden? Ich denke, wissen werden wir das erst, wenn einmal eine dieser Geräte oder Waffen gefunden wird. Dann kann man wohl, glaube ich, erst sagen, ob das Ganze irdischer Natur ist oder ob es übergeben wurde. Und solange man keine dieser Dinge findet, da besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass es sie überhaupt gar nicht gegeben hat. Ich werde demnächst hier noch einen zweiten Teil machen, denn ich habe noch andere Dinge aus anderen Kulturkreisen außer dem unsrigen gefunden, die ebenso in der Beschreibung sehr merkwürdig sind. Aber für heute lasse ich es mal gut sein und schone mein inzwischen wieder mit 40%iger Hörkraft ausgestattetes rechtes Ohr. Den Rest kriege ich dann auch noch irgendwie hin. Wenn euch dieser Beitrag als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Beitrag wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.